Urnabhyasana, auch genannt Urnanabhyasana oder Urnanabhyasana, ist die Spinne. Urnanabhyasana wird beschrieben in Garotes Buch Encyclopedia of Traditional Asanas und er zitiert dort Sri Tattva Nidhi im 49. Vers. Dort heißt es nämlich, nimm die Kukutasana-Stellung ein, also die Hahnenstellung, was hier in dem Fall das gleiche ist wie Lotusstellung. Du nimmst also den Lotus ein. Kukutasana hieße, du gibst dann die Hände auf den Boden und hebst die Becken und Knie hoch. Gut, dann geht's weiter. Und jetzt ziehe dich ein Seil hoch mit den beiden Händen. Du könntest dir also jetzt vorstellen, da ist ein Seil und du ziehst dich nach oben hoch. Das ist dann Urnanabhyasana, das Spinnennetz oder eben die Spinne. Du kannst auch in Lotussitz sein und du kannst die Hände nach oben geben und dir vorstellen, du hast dort ein Seil und bleibst oben. Oder eben du gibst die Hände immer wieder nach oben, was gleichzeitig eine Lockerungsübung ist. Sri Tattva Nidhi ist ja ein Hatha-Yoga-Text, der voller dynamischer Übungen ist. Und diese Stellung hilft, die seitlichen Rückenmuskeln zu stärken, hilft die Schultern zu lockern und ist auch eine Aufwärmübung für verschiedene Rückbeugen und Seitbeugen. Ein zweites Asana wäre von der Lotusstellung dich nach vorne verneigen und die Hände hinter dem Rücken falten und dann bist du nämlich ganz klein wie ein Lotus, wie eine Spinne im Netz und unsichtbar. Das sind also zwei Stellungen, die als Urnanabhyasana bezeichnet werden und es gibt noch eine dritte und diese dritte Stellung wird Daniel auch zeigen. Du legst dich auf den Rücken. Und dann hebst du das Becken hoch, du gibst die Fäuste unter das Becken, du machst also Fäuste und du hältst die Fäuste auf dem Boden und dann wanderst du mit den Füßen zu den Fäusten hin, du beugst also erst die Knie und wanderst mit den Füßen zu den Fäusten, bis du die Fersen auf die Fäuste setzt. Und diese Stellung wird auch als Urnanabhyasana bezeichnet. Dabei schaue zu der Nasenspitze. Diese Stellung hilft zum einen, die Oberschenkel zu stärken, entwickelt Flexibilität in den Hüften und Bauch und ist letztlich eine Variation von Setu Bandhasana, der Schulterbrücke.